Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Clash Royale. Ihr seht, wir sind bei der Kampfdeck-Kartenseite. So, ich habe ein neues Deck, das ist richtig stark. Kanone Level 8 habe ich auch durch die Riesentruhe, die ich im Kampf bekommen habe, ein paar Kanonen bekommen. So, Schweinereiter auch, das ist echt cool. Könnte den Freeze auch Level 2 machen. X-Bogen lieber nicht. Und ja, aber kommen wir zu der Sache. Ich bin auch fast Level 8, so. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir bald so... Was ist denn jetzt los? Oh, Leute, sorry. Dass ich mir bald so für 5 Euro vielleicht 500 Juwelen kaufe und damit mir dann 10.000 Gold. Und dann werde ich die alle Sachen upgraden. Damit verdiene ich ja auch nochmal. Ich habe ausgerechnet, wenn ich alles upgrade hier, bin ich bei 1.595 und ist ja 1.600 so aufgerundet. Brauchen wir auch nicht mehr viel, dann sind wir bei 8 und würde ich mal sagen, mit diesem Deck starten wir in einen Live-Kampf. So. 7. Okay. Alles klar. Ja, oh, danke. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu laut. Tut mir leid, ich mache mal ein bisschen leiser. Riese Level 6. Ah, alles klar. Wahrscheinlich setzt er dahinter jetzt irgendwie eine Truppe. Nee, er setzt auf die andere Seite. Das Musketier. Alles klar. Alles klar. Das ist echt. Das ist ja echt krass. Was hat denn den für Truppen? Ich würde mal sagen, sehr gute. Wir haben seinen Tower jetzt auch schon ordentlich Schaden gemacht. Ist fast auf 1000. Nehmen wir mal Skelette nochmal zum Deffen. So. Er hat auch die Hütte. Ich auch, aber nicht Level 5. Level 4. Weil ich kein Gold habe, um sie abzugraden. Alles klar. Ich brauche schnell Pfeile. Gut. Nein, das reicht nicht. Oh, doch. Krieg ich sogar alles dann. Und ein Kobold hat überlebt. Oh, alles klar. Das ist ein kleiner. Krasser Typ. Kleiner, krasser Typ. Was das angeht. Ein kleiner, krasser Typ. Na? Ja, das ist echt ein krasser Typ. Okay, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben beiden Türmen aber schon Schaden gemacht. Yeah, uns nur einen. Wahrscheinlich nimmt er bald die Rakete, deshalb setze ich die mal auf die andere Seite. So, ist mir jetzt scheißegal. Sorry. Nein, er hat ja die Lakaienhorde auf einem guten Level. Okay, er kommt wieder mit einer Riese. Das ist eigentlich ganz gut. Und von der Seite von hinten ausgeht. Das ist nicht so. Setzen wir die Kanone. Und dit. Er kommt jetzt von der anderen Seite. Ich muss die Valkyrie hier hinsetzen. Und sonst wird das ein bisschen kritisch. Okay. Ja, kriegen wir. Er setzt nochmal den Riesen. Das ist super. Nein, das ist scheiße. Shit. Alter, was will er denn von mir? Er will die Pfeile, glaube ich. Will die aber nicht. Dafür habe ich ja die Valkyrie. Okay. Jetzt müssen wir es schaffen. Einfach. Wir müssen einfach. Mit diesen Spear-Goblins. Okay, das schaffen wir. Und wir haben es geschafft. Gut, das war schon mal das erste Battle. Lief ja gut. 34 Trophäen, das läuft doch. Okay, da haben wir schon, sind wir fast wieder auf 300. Ja. Ich habe Angst, noch ein Spiel zu machen, dass wir dann die Trophäen wieder verlieren. Und ich wollte auch mit euch noch ein paar Kämpfe angucken, weil das interessiert mich echt. Jetzt neuerdings wird der Königsriese öfter benutzt. Ich habe mir das nicht so durchgelesen, aber ich glaube, Postein
Gang, dass der Königsriese, glaube ich, ein bisschen stärker oder so geworden ist. Sehe ich jetzt nicht. Ja, also, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich war ja auch gerade erst in Plön. Ihr könnt euch auch den Vlog angucken. Und ich würde mal sagen, ich nehme jetzt irgendeinen Kampf. Swoops. Okay. In der Legendenarena. Ach ja, es wird auch demnächst so mein Upload-Plan kommen. Und dazu werde ich dann ein paar Gameplays machen. Let's go. Alles klar. Ja, Feuerball. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden, was der gesagt hat. Lila Kain. Da sind sie ja. Okay. Der Riese ist alleine mit dem Turm beschäftigt und hat ihn auch gleich down. Prinzessin kümmert sich jetzt um den Bogenschützen. Läuft doch alles. Easy peasy. Swips, die Wips. Oh nein. Gotcha. Ja. Na. Ich würde an seiner Stelle jetzt mal die Hexe setzen. Oder einen Baby Dragon. Mini-Pekko. Pekko. Dote. Da kommt der Lava-Hund. Level. Level. Eins. Okay. Okay, Doki. Das ist ja nicht so gut. Ich finde ihn jetzt, wenn der Lava-Hund kommt. Was will er dagegen tun? Er tut nichts dagegen. Das ist ja schon mal gut für ihn, ne? Ja, er macht aber auch echt nicht viel Schaden. Und er hat ihn gleich Vollschaden. Vollschaden. Drei Krone. Er geht jetzt auf drei Krone. Wird er wahrscheinlich auch schaffen. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Mini-Packer. Komm. Der macht das jetzt wahrscheinlich. Oder nee? Nee? Oh, ein Schlag hat er gefehlt. Jetzt kommen wieder die Barbaren. Ja, ja, ja. Alles das Übliche. Schwupps, die Wupps. Wupps, die Wupps. Eigentlich bräuchte er jetzt irgendwie so Feuerball. Das ist ja klar, aber das haben ganz viele nicht entdeckt. Ich verstehe auch nicht, warum. Das ist richtig gut eigentlich. Ich persönlich mag ihn auch richtig. Wieso setzt er nicht die... Alles klar. Den Knall. Hat er. Hilft ihm nichts. Er gewinnt sogar noch. Oh. Dummheit. Ja. So sind die Leute heutzutage. Manchmal, was? Fragt nach Barbaren oder Lakaien oder Kanonen. Davon habe ich genug. Okay. Ja, und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, so was für Decks ich machen könnte, weil hier auf Nummer 3, da brauche ich nochmal ein Deck. Ich habe auch, wie gesagt, das Koboldfass ja auch gerade gezogen. Und das Deck hier ist einfach grauenvoll damit. Ne. Ne. Die beiden Decks hier sind echt gut, aber Nummer 3 ist echt schlecht, ja. Und das war's dann auch mit diesem Video heute. Ja, dann tschüss, bis morgen oder keine Ahnung. Tschüss.